Ja, Leute, schaut mal, was ich hier habe. Schön. Und tada. Ich habe mir eine Alhambra gekauft. Ja, und die werde ich jetzt auspacken. Klassik-Gitarre. Und werde sie ein bisschen spielen. Alhambra Nature CVET EC. Oder EZ. Und ich freue mich sehr. So, ich habe sie jetzt mal hier aus dem Plastik geholt. Und finde ich auch sehr schön. Hier mit so einer Karte. Und ja, mir fällt mir leider was auf. Also mir fällt Folgendes auf. Das sind aber alles, das sind so Holzsachen. Das hier, das ist aber tatsächlich im Holz, das ist halt eine Holzmaserung. Finde ich aber eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir hier vorne so eine kleine Macke. Das ist keine Macke, es ist auch im Holz drin, aber es ist erhaben. Es ist ein kleines Loch drin. Und ich kann es nicht genau sehen. Seht ihr das? Es sieht auch nach Holz aus. Es ist unschön, ich weiß nicht. Ja, nee. Schaut mal. Achtet mal da wirklich auf. Sehr schwierig, das hier mit der Kamera jetzt. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn man da mit einem Nagel oder so reingegangen wäre. Nagel nicht, mit einer Nadel vielleicht. Ich weiß nicht. Finde ich gerade nicht so toll. So, und dann ist mir noch was aufgefallen gerade. Das ist, finde ich, viel schwerwiegender. Hier unten, es ist super schwierig zu erkennen. Mal gucken. Sorry. Es ist hier alles zu dunkel. Moment! Hier unten, da sehen wir es. Seht ihr das? Da hat jemand die Gitarre abgestellt und das kann man nicht einfach so. Ich dachte, es wäre vielleicht Holzstaub oder so. Das ist halt einfach, da stand die Gitarre hier oder vielleicht auch in der Verpackung. Und es ist halt ein Mangel. Ja. Und da werden wir mal schauen. Ja. Schade. Irgendwie zurzeit haben wir kein Glück. Und ich muss mal gucken. Jetzt werde ich mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen. Entweder zurückschicken oder dass sie mir einen Preis nachlassen. Super. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.